Also wir müssen uns heute ein Golfkart genau starten. Genau, erstmal moin, liebe Leute, seid gegrüßt. Neue Runde hier von Sons of the Forest. Genau, ich habe wieder irgendwelche Updates. Und wir sind hier noch an dieser gefährlichen Ecke, wo wir letztes Mal waren. So, sind natürlich mit an Bord heute der Salazar und der Gerd. Moin, moin. Oh, moin. Moin, moin. Ja, beim letzten Mal waren wir hier in dieser gefährlichen Höhle, wo wir draußen eigentlich ein Haus bauen wollten, aber einfach nicht dazu gekommen sind, ne? Weil wir ständig wieder angegriffen worden sind. Das ist ein paar Wochen schon wieder her, wo wir hier waren, aber Virginia schießt gerade schon wieder ein bisschen wild um sich. So, grüß mal. Was ist denn hier heute los? Leute, live im Chat, seid gegrüßt. Ja, ich bin auch noch unterwegs. Ich bin noch in der Lobby. Okay. Ja, bei mir lädt es jetzt. Ah, jetzt fängt er an zu laden, okay. Ist so ein Aufgang oder so ein Untergang? Und Untergang. Ugh. Na gut, wir haben hier so ein kleines Behelfszelt. Jenny hat schon zwei Leute erledigt. Und hier könnten wir gleich erstmal schlafen, bevor wir hier weiterspielen. Achso, wenn ich jetzt schlafe, das noch geht, bevor ihr auftaucht, dann ist es hell, wenn ihr auftaucht. Ja, wird knapp. Jetzt ist es schon hell. Ich bin die Moin. Ja, also keine Ahnung, ne? Ich habe das auch nochmal getestet. Das muss ein allgemeiner Fehler sein. Keine Ahnung. Weil ich habe dann mal getestet. Testweise habe ich einfach mal eine alte NF-Marsch-Version genommen. Noch vor Multifood-Einbau. Da kommt der gleiche Fehler. Also kann das eigentlich irgendwie nur mit dem Update-Patch, was auch immer, irgendeinen Mod-Konflikt zu tun haben. Weil das würde mich wundern, dass seit einem halben Jahr sich sonst noch keiner gemeldet hat, dass es beim Düngen Dua-Fehler gibt. Egal, was du düngst. Also ich habe das auch getestet. Du kannst auch im Standard-Grasfeld einfach düngen. Der Lua-Fehler taucht immer auf. Ich habe mal so ein paar neue Mods mit rausgenommen, die ich bei mir mit reingetan habe bei den letzten Male. Aber ich hatte auch, also da, wenn du eine halbe bis zwei Stunden testest, dann fehlt mir einfach die Zeit. Wenn dann nicht einen halben Tag mit irgendwelchen Tests verbringen. Ob, woran, keine Ahnung, welche Mod-Kombinationen, Mod-Konflikt da vorherrscht. Es scheint ja auch irgendwie zu funktionieren. Also ich glaube, er düngt ja weiter, ne? Aber weiß nicht. Wir sind im Winter, der Fruchtsee ist auf einmal gefroren hier. Ich wollte schon sagen, von der, die liegt hier Schnee bei mir, aber bei dir im Stream sieht das nicht so aus. Es schneit schon in seinem Stream. Passt schon. Das ist hier gefroren. Ja, ich weiß ja nicht, ob man darauf geachtet hätte beim Düngen, aber ne. Das ist, wie gesagt, selbst vor der Multifood ist der Fehler. Wenn du eine Map-Version 2.5 oder so nimmst, ist egal, was du düngst, kommt dieser nitrogene Fehler. Keine Ahnung. Das würde mich echt wundern, wenn das erst ein neuer Fehler ist. Also von wegen, ne? Es ist in einem halben Jahr niemandem aufgefallen, dass das beim Dünger Lua-Fehler auftaucht. Was ist das denn hier? Fleisch? Ja, schlechtes Fleisch habe ich herausgeworfen. Also, sieht von hier aus noch gut aus. Ja, das sehe ich jetzt auch, aber. Ich habe was im Schlepp. Was bist du an Schießen? Ah, doch nicht wieder ein. So ein Zombie-Typen, also hier so ein, ach, so ein albernen. Ja, Kopflose. Oder was Katana testen. Tot. Jetzt ist er tot. Ein bisschen Mutantenrüstung rausschneiden. Ja, wo finden wir denn hier was Spannendes, was Schönes? Das machen wir. Neuer Tag, neues Glück. Wir sind jetzt im Winter, das ist natürlich nicht ganz so schön. Jetzt liegt ja auch Schnee bei mir überall. Nö, aber ich sehe relativ gut aus. Wir sollten zusehen, dass wir hier endlich wegkommen. Ja, wo sind denn spannende nächste Eingänge, wenn wir sagen, ne? Wo soll es hingehen? Wo sind wir denn hier überhaupt? Und wir wollten auch noch mal ein bisschen hier die Gegend mal erkunden, bevor wir wieder Richtung Base laufen. Ja, aber lass uns mal jetzt von dem, wie du stehst, nach links abhauen. Über die Brücke oder was? Und dann weiter? Ja, genau. Über die Brücke, da hinten mal hin. Moin, Petit. Mir ist kalt. Ja, da. Mir ist auch kalt und ich bin auch nass. Ja. Gab es hier irgendwie eine Fackel oder so, die das irgendwie behebt oder wie war das? Das ist eine Frage, was du anziehst, ne? Du hast ja bestimmt noch ein paar Stiefel oder so ein Schmarrn. Da bringt das bei dem Spiel nichts. War das für ein Mittelalterspiel?
Wenn ich da eine Fackel in die Hand genommen habe, war immer gleich wieder gut. Wo ist es hier, glaube ich, auch der Fall. Man sieht nicht so richtig gut, ne? Was mir in dem Zuge aufgefallen war, dass im Precision Farming ein falsche Pixel drin sind. Ich habe die Precision Farming GRL-Datei, die Säulenmap sozusagen, mal umgewandelt. Da war auf jeden Fall ein Pixelfehler drin. Das heißt, er hat irgendeine komische Bit eingebaut. Aber logischerweise habe ich das dann geändert und eigentlich ist sie dann wieder eine saubere. Das Spiel wieder gestartet und habe immer noch den gleichen Fehler. Habe selbst mal eine komplett leere Bodentypen, na das geht ja um die, ja auch irgendwie die Bodentypenkarte. Auch einmal eine komplett leere genommen, wo kein Fehler drin sein kann, und zack gestartet und dieser Fehler taucht immer auf, keine Ahnung. Und der referenziert sich ja auch aus dem Standardspiel, ne? Also das ist ja im Data-Ordner vom Spiel, die nitrogene Map. Mich würde es mal interessieren, ob das bei Standardkarten auftaucht, bei Modkarten, nur bei Vierfachkarten oder keine Ahnung. Hier ist es recht steil, ne? Ja, das geht schnell nach unten. Wir hätten aber auch irgendwie eine Hütte. Das ist nur ein Zelt, was wir da gebaut haben. So ein bisschen jetzt Richtung Norden oder was das ist. Nur nach oben gucken. Was trinken, was essen, muss ich gleich mal. Trinken kann ich hier schon mal erledigen. Kann das sein, dass hier ein Höhleneingang ist? So, hä, das ist immer noch jetzt schlechtes Wasser, wie war das noch? Ja, jetzt müssen wir mittlerweile abkochen, damit wir sauberes Wasser haben. Ah, hier haben wir wieder Besucher. Ich muss erstmal eine Mahlzeit essen. Erstmal so ein fertiges Menü hier. Ja, den Fehler findet man auch auf anderen Maps. Also ich habe jetzt nicht aktuell irgendwas getestet, aber wenn man die Fehlerbezeichnung bei Google eingibt, ist ja aber erstmal so das Erste, was man macht. Dann findet man da einige Fehler zu. Das ist halt das Verwunderliche. Also das werde ich bis Donnerstag wahrscheinlich nicht irgendwie irgendwas fixen können. Keine Ahnung, was das soll. Das Katana eigentlich schon irgendwie auf einen Shortcut gelegt. Doch, auf der 9. Habe ich auf der 9. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich dachte, man besucht irgendwo noch eine Höhle und besiegt mal schnell den Endgegner. Also. Ja, die Frage ist, wo der ist. Wo die Höhle ist. Also hier davon. Hinten war doch diese eine große Höhle, wo es die Goldrüstung gab. Oder was war hier noch für eine Höhle? Das war eigentlich auf der anderen Seite vom See, wenn ich mir das nicht so recht entsinne. Ja, wir waren letztes Mal. Und das war Katana. Beim letzten Mal, ne? Da war auch. Achso. Und da Richtung Schneeberge, die Höhle. Da glaube ich war der Eingang, wo wir die Goldrüstung geholt haben. Wenn ich mich noch... Final Bunker Location. Aber das ist... Hier, wer heißt der denn? Kevin zeigt auch auf irgendwelche Leute hier. Und Kevin, hast du was gesehen? Ich wollte doch das Katana testen. Oder bist du aber doch in die falsche Richtung? Irgendwie... Mach mal eben die Karte offen. Ist das das, wo, wenn wir, wo ist eigentlich unsere Heimat? Auf der anderen Seite vom Berg. Ziemlich genau einfach. Ich meine, hier unten waren wir noch nie an dem Wasser, oder? Sehe ich das falsch? Oder waren wir da schon mal? Das stimmt, an der Küste waren wir schon nicht. Da können wir mal hingehen. Ich dachte auch, wir laufen jetzt mal diesen Fluss abwärts, dann kann man ja noch mal... Kann man sich nochmal schlau gucken, sonst bis zur nächsten Folge oder übernächsten Folge, wo wir jetzt eigentlich genau sind, was da noch für spannende Bunker gibt. Vielleicht finden wir auch im Golfkart irgendwo. Also auf jeden Fall bei diesem Flughafenplateau, ne? Oder bei dieser Lande. Wir sind in der Nähe von der Endgame. Glaube ich sogar auch, ja. Höhle. Ist irgendwo am Strand langs.
Hier unten, dein Hund. Ja, das ist aber auch ein Abhang hier. Das sieht nicht so cool aus. Aber schöne Schneise reingeschlagen mit dem Katana. Das macht Spaß. Ein bisschen zu steil dafür drunter, ne? Aber auch. Bevor man jetzt einen Endgegner machen, sollte man sich erst mal ein bisschen, also ich brüche auf jeden Fall noch einen Sprung Knochenrüstung. Dann irgendwo noch mal einen Gegner hat, die man nachher aufs Feuer wirft. Ja, vor allem brauchen wir auch Patronen und sowas. Ja, ja, aber sind die nicht da in die Höhle dann auch, oder? Und Pfeil und Bogen bräuchten wir. Also genug hier Pfeile. Hier wird das Wetter doch langsam ein bisschen schöner. Hier ist es wieder schön idyllisch. Schön klarer Frost. Schwimmen. Ups. Wieso ups? Wenn man Knochen haben will, dann sollte man den wahrscheinlich nicht komplett wild in Stücke hauen. Das ist immer praktischer, wenn man ihn vielleicht noch im Ganzen hat. Na, guck mal, die können auch nicht hier, die sterben hier, oder? Die Gegner im Wasser. Mist. Hier. Hallo. Was? Jetzt haben wir ein paar Gegner raus. Ich dachte, kann ich mal ein Feuer machen, können wir schon mal ein paar Knochen herstellen hier. Oh. Abgesehen davon, dass wir Wasser abkochen müssen. Ja, können wir ja auch hier. Da vorne ist der nächste hinter dir, der Bekloppte. Was ist das hier? Kisten. Da war nichts drin in den Kisten. Macht jemand irgendwo ein Feuer oder soll ich eins bauen? Okay, mal gucken, ob ich noch Sticker habe. Ja. Mach ein Feuer. Feuer ist an. Jo, muss erstmal hier. Ja, nein. Kommt schon jemand wieder freiwillig vorbei, will da rein, ist doch freundlich. Oh, noch was Gutes. Oh. Oh, schmeiß rein das. Moin moin. So. Was ist aus dem Rest? Wir sind in eure Rüstung so. Ja, vielleicht jetzt selber. Papierrüstung? Nee. Ich habe keine Rüstung. Vielleicht. Ja, du hast nur die goldene Rüstung, oder wie? Ja, wo du ja behauptest, das ist keine Rüstung, also habe ich keine Rüstung. Ja, nur die optische. Mutantenrüstung. Er trägt er doch, trägt er. Also mir fehlen noch drei Rüstungsteile. Ich habe aber gar keine Seile mehr.
Beine kannst du mir rausholen. Ja, macht uns sonst auch mal ruhig ein bisschen Knochenrüstung, falls man tatsächlich irgendwo hingeht, dann im Zweifel kann es nicht schaden, wenn man Rüstungsteile hat. Das rausholen muss ja einfach in deinen Rucksack und dann hast du aber viele Seile oder ich habe 10 Seile. Aber ich kann dir dann nur was reintun oder kann ich auch was rausnehmen? Vielleicht ist gut. Das ist schon wieder so komisch im Wetter her. Ja. Ungemütlich. Also ich habe 3 Mutanten, 4 Mutantenrüstung und 4 Knochenrüstung, aber ich habe halt keine einzige auf Ersatz. Wenn man tatsächlich später in so eine Höhle reingeht, ist natürlich auch nicht schade, wenn man noch Ersatzrüstung hat. C4, Granaten habe ich 4 Stück. Und ich müsste irgendwann nochmal wieder mit. Du hast jetzt 2 oder 3 Seile von mir bekommen. Habe ich im Inventar? Oh ja, danke. Ich brauche nur noch Batterien. Batterien? Wofür braucht man noch Batterien? Der guten Tech. Tech-Rüstung, ja. Armor. Ja. Ich glaube, ich noch ein paar Batterien. Pass auf, große rote. Die kann man nicht mal verbrennen. Was ist der denn? Ich sehe ihn gar nicht. Da. Oh, dahinter kommen noch mehr. Achtung. War er noch an? Nee, ne? Schon aus, oder? Nee, Feuer geht aus von wegen Schnee. Kann man es noch wieder anmachen oder ist das komplett hinüber? Er geht gleich wieder aus. Das reicht ja, um den einmal anzuzünden hier, oder? Lass probieren. Oh, geht. Batterien, kann ich dir den Batterien geben, wenn ich jetzt an deinen Rucksack gehe oder was? Und dann packe ich dir Batterien rüber. Du musst an meinen Rucksack gehen und dann mit Corient oder Richard. Hast du nach der richtigen Seite und dann klicken auf die Batterien. Linksklick. Ja. Ja, 2 Stück kann ich. 2. Ja. Super. Dann nochmal die Knochen ein. Auch beim letzten Mal hatten wir uns auch irgendwie so gerade gerüstet und dann kam wieder bekloppt und sofort war alles wieder weg. Mhm. Ja. Pass auf. Ja, da kommt schon wieder einer angesprungen, ne? Was ist? Ach, ich habe auch kein Klebeband mehr. Naja, egal. So, dann sollen wir runter zum Wasser, wa? Ja, lass mal runter. Lauft hier auch noch eine. Bist du verfolgt mit einem Masken-Salazar? Oder was ist das Gerd da vorne? Ich bin vorne. So ein Mutanten. Nee, das ist nicht meine. Ja. Da sind noch ein paar Rüstung dran. Jetzt esse ich ein Ei. Wollte ich gar nicht. Hast du die Rüstung rausgeschnitten, oder? Rüstung kannst du nicht rausschneiden. Ja, also, mit Messer hast du doch immer im Rüstung, oder? Gute Nacht. Viel Spaß. Das ist auch praktisch. Viel Erfolg mit Schwimmen. Das macht Spaß.
Das sind wir am Ende der ersten Folge. Auf jeden Fall überlebt. War schon mal gut. Kurze Pause bis zur nächsten Folge. Vielen Dank. Und tschüss.